Im Exzellenzcluster Prisma Plus forschen die Teilchenphysiker der Uni Mainz im ewigen Eis des Südpols. Im Teilchenexperiment Ice Cube erforschen sie Neutrinos, die Geisterteilchen des Universums. Die Physik in Mainz und insbesondere dieser Teil der Physik, der in Prisma gemacht wird, hat eine lange Tradition in Mainz. Wir sind damit Weltspitze. Das ist ganz wichtig für den Standort, das ist wichtig für die Universität, aber auch für die Stadt Mainz oder für das Land Rheinland-Pfalz. An der Uni Mainz arbeitet die Forschergruppe um Professor Böser am Nachweis hochenergetischer Neutrinos. Die Neutrinophysik ist einer der Schwerpunkte, die wir in Prisma Plus hier an der JGU gesetzt haben. Da sind wir mit Juno, Project 8 und IceCube gleich an drei großen Experimenten beteiligt. Und insbesondere IceCube ist also das weltweit führende Neutrino-Teleskop am Südpol. Am Neutrino-Detektor IceCube bohren die Wissenschaftler tiefe Löcher in das antarktische Eis. In diese Bohrlöcher versenken die Forscher Lichtsensoren. Hier an der Uni Mainz arbeiten die Physiker des Exzellenzclusters Prisma Plus am Upgrade der Lichtsensoren. Die Lichtsensoren sind gebaut, um die Lichtsignatur von Neutrino-Wechselwirkungen, Neutrino sind Teilchen, nachzuweisen. Und sie funktionieren wie folgt. Die werden im 1 Kilometer tief im antarktischen Eis versenkt werden. Das Eis ist sehr klar und dann kann man diese Lichtsignatur eben sehr gut sehen. Und mit diesen Sensoren wollen wir die Lichtsignatur aufzeichnen. Neutrinos durchdringen das Eis des Südpols und reagieren mit den optischen Sensoren. Dabei entstehen Lichtblitze, die aufgezeichnet werden. Das elektrische Signal dieser Wechselwirkung leiten die Sensoren an die Oberfläche weiter. Die Detektoren des Upgrades arbeiten durch ihre neue Bauart noch effizienter. Weil wir zum einen dadurch Kosten einsparen können, weil wir weniger breite Bohrlöcher brauchen. Zum zweiten, weil wir höhere Effizienzen bekommen, also das heißt mehr Licht bei weniger Fläche von den Fotosensoren. Diese Arbeit an den Sensoren in Mainz ermöglicht den internationalen Physikern am Südpol noch genauere Erkenntnisse über das Universum.